Falsch, falsch und nochmals falsch. Aber wozu haben wir eine Deckensprungfähigkeit, wenn wir sie er sagt nicht. Einsetzen können? Also gut, machen wir uns mal wieder auf den Weg zur Hebra Südspitze. Wer hätte jetzt bloß eigentlich mal wieder damit gerechnet, dass sie das Ganze so umständlich machen? Oder ich mache das Ganze vielleicht wieder so umständlich. Wir sind ja immerhin ja nicht bei der Hebra Südspitze jetzt. Die ist, sag ich, drüben. Aber an welcher Stelle sind wir jetzt, sag ich, wieder falsch abgebogen? Fragen mal wieder. Oh, und der Konstruktbogen ist ja auch schon fast. Naja, wenigstens haben wir jetzt einen Soldatenbogen. Soldatenlanze ist ja, sag auch nicht schlecht. Noch ein Bogen. Der Schwalbenbogen. Aber wieso ist jetzt die Bogentasche voll? Daneben so. Ach, Menschenscanners. Wir brauchen, er sagt, bringt wieder Maronos. Ach, und jetzt auf einmal wird er sagt, hier die. Hier auf der richtigen Position. Also die Hebra-Höhle. Nein, doch nicht. Das ist die Hebra-Berghütte und nicht die Südspitze. Wieso wird es dann. Wird das Ganze nicht richtig angezeigt hier? Und nein, ich habe jetzt keine Lust, er sagt jetzt Birk da zu retten. Zu helfen. Ist das jetzt hier die richtige Höhle? Ja, Höhle der Hebra Südspitze. Endlich sind wir hier richtig. Oh, ich bin beeindruckt, dass du trotz des Schneesturms draußen an einen Ort wie diesen gekommen bist. Wir Ornik kommen häufig zu dieser Höhle, um Essensvorräte zu besorgen. Aber du? Warum bist du hier? Ich suche Tulen für ein Team-Up. Verstehe, auf der Suche nach Tulen. Aha. Tja, Tulen ist mit Gesane tiefer in die Höhle vorgedrungen, um Essensvorräte zu sammeln. Ich kann den Weg leider nicht zeigen, da ich hier auf unsere bisherige Ausbeute aufpassen muss. In der Höhle haust allerdings eine Kreatur, die an den Wänden entlangläuft. Sei also vorsichtig, wenn du auf deiner Suche nach Tulen tiefer hineingehst. Ich glaube nicht, dass sie dir etwas tut, solange du dich von ihr fernhältst. Ach, ist doch immer das Gleiche. Irgendwelche Kreaturen wollen uns immer ans Leder.
So, eine frostige Forelle. Haben wir auch schon mal. Also ernsthaft, für meinen Geschmack sind hier irgendwie viel zu viele Dornen. Tja, natürlich mal wieder die Horrorblends. Wer, wenn nicht die? Menschenskinders eins. Okay, jetzt zerbricht er gleich auch schon der nächste Bogen. Das ist doch jetzt, wieder mal eine äußerst unpraktische Situation. Und ob wir jetzt hier eigentlich auf dem richtigen Weg sind, das kann man mir jetzt auch leider schlecht hier sagen. Wir haben auf jeden Fall den Horrorblender-Sack jetzt schon getroffen. Oh, jetzt. Also gut, den Horrorblender haben wir jetzt schon mal getroffen. Das muss der Sack die Kreatur sein, die er sagt, Laisa gemeint hat. Tulen, was stelle ich nur mit dir an? Lässt die Nahrung, die wir für das Dorf gesammelt haben, einfach zurück und fliegt weg. Oh, hallo. Na sowas, ein Hylianer hier und auch noch bei diesem schrecklichen Sturmwetter. Also ich suche Tulen immer noch. Achso, du wolltest mit Tulen reden, ja? Leider habt ihr beide euch ganz knapp verpasst, bedauere. Tulen und ich wollten ja nämlich nach Nahrung suchen, doch plötzlich flog vor dieser Höhle ein Schwarm Monster vorbei. Fliegende Untiere, genau wie jene, die in letzter Zeit mehr und mehr um das Dorf herum erscheinen. Ich wollte, dass wir sofort zurückfliegen und den anderen Bescheid sagen, aber Tulen hört überhaupt nicht zu. Er meinte bloß, dass er ihnen gleich nachfliegen und ein Nest finden wollte. Und ja, eine Sekunde später war er weg. Der Monsterschwamm flog in der Nähe der einsamen Zeder auf der Kalibar-Spitze nördlich des Höhleneingangs. Bestimmt hat Tulen sich dort aufgemacht.
dass er sich so kopflos in Gefahr begeben muss. Ach, nee. Thulen, was tust du hier bloß? Wartet, waren wir besser von dem... Nein, von der Seite waren wir nicht gekommen. Also gut, wo... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich hätte die ganze Zeit da runterspringen können. Wieso habe ich eigentlich jetzt das Gefühl, wir sind ja sagt jetzt schon in Hauptstory näher angekommen? Das sieht mir jetzt doch hier verdammt noch einen antiken Tempel aus. Hä? Oh nein! So, kümmert ihr euch erstmal um euch selbst. Danke sehr. Wenn man erstmal die richtige Ausrüstung ja zur Verfügung hat, dann sind natürlich also auch die Bossbox kein Problem mehr für einen. Gott, den Felsbrockenhammer, den nehmen wir jetzt auch mal mit. Die Eisfrüchte, ja, die nehme ich ja also auch gerne. Okay, bevor wir uns jetzt sagt noch viel zu lange hier aufhalten, muss ich jetzt sagt. Okay, die Eiszapfenkeule. Ich mal mit. Obwohl diese, glaube ich, jetzt sag um einiges schwächer. Naja, aber mitnehmen tue ich die trotzdem. Jetzt nicht euer Ernst. Das war doch, er sagt, jetzt kein allzu langer Aufstieg. Aber anders ausgedrückt, das kann jetzt, er sagt noch ein bisschen länger dauern. Warte mal, ist er da unten? Also ich mache mir Gedanken darüber, wo er...
Ach, das ist ja doch nicht gewesen. Ich mache mir hier die größten Gedanken und Sorgen. Und ich weiß immer noch nicht so genau, wo er jetzt hier abgeblieben ist. Laut der Karte muss er längst hier sein. Die einsame Zeder. Oh, na toll, ich bin vorbeigelaufen. Ich bin tatsächlich an Questziel vorbeigelaufen. Das gibt's doch jetzt deshalb auch wieder nicht. Die einsame Zeder ist ja hier. Und wie es so zum Henker geht, das hier sagt jetzt hier nicht. Okay, ich sehe jetzt da drüben auf jeden Fall die Monster. Auf jeden Fall ein Monster und dann sagt jetzt, wie es aussieht, auch noch ein komisches Konstrukt, was dann höchstwahrscheinlich uns nach oben katapultieren wird. Also er sagt doch nichts mit der anderen Himmelsinsel, die wir gefunden hatten. So, die einsame Zeder. So, Tulin, es wird, sag mal, Zeit, dass wir miteinander reden. Ich hab nicht aufgepasst. Blödes Monster! Hey, Link, was machst du denn hier? Was passiert? Ich suche schon eine ganze Weile nach dir. Also, naja, ehrlich gesagt hat dir das verflixte Vieh meinen guten Bogen gekrallt. Siehst du, das ist der Bogendieb. Ich muss den Bogen zurückhaben. Hilfst du mir, Link? Sicher. Echt? Danke. Ach übrigens, ich kann einen Windstoß in meiner Blickrichtung schicken. Wenn du mit deinem Parasegel auf diesen Wind reitest, solltest du bis zum Monster fliegen können. Gib mir einfach ein Zeichen, dann erzeuge ich den Windstoß sofort. Tulins Macht über den Wind. Sobald Tulins seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom entfesseln, der dich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasegels kannst du so deinen Flug beschleunigen. Das nennt er, sagt eine Beschleunigung? Naja, es war eine Beschleunigung. Das lief ja klasse. Danke, Link, du hast mir riesig geholfen. Rasch, mal schauen. Puh, alles noch dran, so ein Glück. Oh je. Da kommen noch mehr! Die können was erleben. Zweimal tricksen mich die blöden Flatterer nicht aus. Los, Link, die kaufen wir uns. Gegen uns beide haben die keine Chance. So, Falkenbogen. Ich hab den Bogen raus. Wir haben es geschafft. Sieh mal, das hier könnte ihr Lager gewesen sein. War das gerade der Wind? Nein, auf keinen Fall. Das musste was anderes gewesen sein. Tulin und Link! Hoch!
Sind das jetzt Gesane? Nein. Ach, das ist Herthes, der jüngere Bruder vom Herpes. Gute Arbeit, ihr beiden. Was hast du uns beobachtet, Herthes? Oh, weia, wie peinlich. Ich hab nicht auf Gesane gehört, als er versucht hat, mich aufzuhalten. Ich dachte, dass ich allein klarkomme. Aber dann hat das Vieh mir meinen Bogen weggenommen. Ich hab mich für groß genug gehalten, aber allein hätte ich den Bogen nie zurückbekommen. Verstehst du jetzt, warum wir dich wie ein kleines Küken behandelt haben? Ja. Es ist wirklich wichtig, mit seinen Gefährten zusammenzuarbeiten. Jo. Ich glaube, dass ich jetzt endlich verstanden habe, was Papa mir immer sagen wollte. Was ist eigentlich passiert? Sieht dir gar nicht ähnlich, dir deinen Bogen abnehmen zu lassen. Das war wegen Prinzessin Zelda. Ich habe Prinzessin Zelda gesehen. Ein Monster hat sie angegriffen. Als sie ihr helfen wollte, flog sie hoch durch diese Wolke. Das hat mich abgelenkt und schon war mein Bogen weg. Was? Prinzessin Zelda ist über dieser Wolke? Wie kann das sein? Schwer zu glauben, aber wenn wir hier nur rumsitzen, werden wir es nie ergründen. Tulin, Link ist doch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Untersuche mit ihm die Wolke, in der die Prinzessin verschwunden sein soll. Offizielle Mission. Was? Ich dachte, ich darf nicht. Bevor ich hergekommen bin, habe ich einen Bericht erhalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Schneesturm doch in der Wolke seinen Ursprung hat. Was auch immer da oben sein mag. Es hat was damit zu tun. Ich wollte ihr Inneres gleich untersuchen, aber starke Winde machen es unmöglich, sie von der Seite zu erreichen. Der einzige Zugang ist von oben, aber... Kein Orni kann diesen stürmischen Himmel durchqueren und dort gelangen. Mit einer Ausnahme. Tulin, ich glaube, dass du es schaffen kannst. Mit deiner Kraft und der Fähigkeit, Windstöße entstehen zu lassen. Tulin wird der beste Krieger der Orni werden, wenn er versteht, wie wertvoll Verbündete sind. Das sagt dein Vater Theba immer. Papa hat das gesagt? Ich werde Theba Bericht erstatten. Begleite du Link auf der Suche nach Prinzessin Zelda und dem Ursprung dieses Schneesturms. In Ordnung, ich werde mit Link zusammenarbeiten. Link, ich habe Prinzessin Zelda da auf den schwebenden Inseln beim Hebra-Gipfel gesehen. Dort sollten wir zuerst hingehen. Link, Tulin, wir zählen auf euch. Okay, wo genau? Kumpel, wo genau hast du jetzt Zelda gesehen? Ich hätte zwar jetzt eine Ahnung, wo genau ich hin müsste, aber... Genauere Informationen wären jetzt, sagt, nicht schlecht. Also gut, genaue Informationen wären nicht schlecht, mein Lieber. Oh, Menschenskenners, wir müssen also, wie es aussieht, wirklich gesagt, diesen Weg hier nehmen. Naja, vielleicht können wir das Ganze ein bisschen abkürzen mit dem Deckensprung. Sonaniumschwert. Unsere Waffentasche wird so langsam sich ein bisschen voll. Okay, was haben wir sonst noch hier? Ah, das ist jetzt nicht... nicht gut, aber besser als nichts. So, wir müssen, sag, immer noch weiter nach oben. Weißt du, es wäre, sag, nicht schlecht, wenn du, sag, die gleiche Fähigkeit wie Revali hättest. Dann wären wir, sag, viel schneller oben.
Ich meine ja bloß. Aber ansonsten, deine Windstoßfähigkeit ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Einen guten Flügelschlag in Ehren kann er... Sag, was ist das da drüben jetzt? Konstrukte. Ihr könnt es jetzt, sag, vergessen. Der Krog kann da unten jetzt erstmal verschimmeln. Aber vielleicht können wir Sack hier ja ein bisschen herumhantieren mit unserem Deckensprung. Ja, geht tatsächlich. Also ein bisschen Mithilfe wäre jetzt auch nicht schlecht, Fulen. Du hast immer einen Pfeil und Bogen dabei. Okay, den starken Konstruktbogen haben wir jetzt auch wieder mitgenommen. Jetzt ist er auch noch eine Sonanium-Lanze. Okay, irgendwas müssen wir damit doch jetzt auch noch anstellen können. Sonanium-Lanze und was haben wir noch für Materialien hier? Eine Bossbock-Lanze. Nice, aber irgendwie fehlen uns jetzt ja aktuell immer noch die ultimativen Waffenmaterialien. Und dass wir jetzt eigentlich auch schon während uns Abenteuers eine zweite Hydra gesehen haben. Okay, ich weiß, er sagt, die ist er sagt schon mal bei The Legend of Zelda irgendein Spiel vorgekommen. Höchstwahrscheinlich in einem der ersten Spiele. Das hatte man irgendwie auch schon mal so bei einer Trailer-Analyse irgendwo schon mal gesehen oder gehört. Aber... Ich nenne das Teil erstmal Hydra. Und generell die Hydra. Okay, da oben ist ein Schrein. Sind, sagt diese Hydras, vielleicht, sagt jetzt die neuen Leuen hier? Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Hä? Na sowas, der kleine Tulin, ich war so in Gedanken verloren, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber Moment, wenn du hier bist, dann hieße das ja... Und ob ich darf hoch, hat man mir erlaubt. Oh. Wusste ich's doch gleich. Du bist genau der Richtige für den Einsatz, gar kein Zweifel möglich. Alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, mit der du Windstöße erzeugst. Ah. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolke schaffen und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Gib dein Bestes, ja? Ich bleibe hier und wünsche dir Glück. Aha. Dankeschön, Link und ich, wir kriegen das hin, versprochen. Ich bin bereit! Los!
Ja, das wäre interessant. Wartet, können wir, sag hier. Ja, wir können hier raufklettern. Gut. Tulen. Oh, verdammt, der Blutmond. Okay, wieder eine Situation, wo ich jetzt sicherlich nicht fliegen werde, wenn der Blutmond auftaucht. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob wir dann runterfallen würden oder nicht. Aber ich will's nicht riskieren. Also, Zelda, ich bin mal gespannt, ob du jetzt einen dritten Satz oder einen dritten Text auf Lager hast. Das Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Okay, es ist der zweite Text wieder. Es ist, er sagt, wieder der zweite Text. Ich mach das schon leer. Ja, es war, er sagt, wieder der zweite Text. Naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber ich hätte mir doch wenigstens gewünscht, dass vielleicht er sagt noch was weiteres, sie vielleicht sagen würde. So, mein lieber Tulen, ich bin jetzt, sag mal, gespannt, wohin uns unsere Reise jetzt hier noch führen wird. Ganz offensichtlich führt uns eine Reise jetzt, er sagt, zu dem Schrein dort drüben hin. Und der Deckensprung tut jetzt sein Übriges. Himmelsleiterinseln, Hebraberge Himmel. Also noch sind wir, sag, nicht an der Spitze angelangt. Nein. Obwohl, wartet mal. Da drüben ist jetzt so eine Arche. Ich glaube, wir sollten, sag, jetzt an der Stelle doch erstmal hier beenden. Das heutige Abenteuer mit Tulen. Denn es scheint, er sagt, so, als würde die Story im nächsten Part, er sagt, schon mal losgehen. Aber andererseits glaube ich das jetzt noch nicht mal. Wir werden zwar sicherlich gleich... Ach, doch. Link! Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Hoch! Was kann das sein? Ganz offensichtlich doch noch ein bisschen Story jetzt. Dann muss ich erst etwas anderes schneiden. Sieh dir das an! Das ist ein Schiff im Himmel! Hä? Och nö, ich habe jetzt zu viel Story. Sunia. Rauru? Komm zu mir. Was war das gerade für eine Stimme? Kam sie von irgendwo da oben? Das war Rauru. Ich habe die Stimme doch wiedererkannt. Oh, sieh mal, da oben in den Wolken. So riesig ist da auch ein Schiff.
Da sind auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Die Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Oh. Genau, das wie im Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat komm zu mir gesagt, da bin ich ganz sicher. Als würde sie uns nach oben rufen. Hier scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf dem Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Aha. Wie dem auch sei, auf nach oben, Link. Tja. Wird die Arche dort oben jetzt der neue Dungeon sein? Höchstwahrscheinlich. Wann werden wir das herausfinden? Im nächsten Part. Unser Team-Up mit Tulen geht im nächsten Part weiter. Und ja, dann sehen wir doch erstmal, was dort oben in den Wolken wirklich auf uns warten mag. Denn so wie es jetzt hier aussieht, ist hier noch ein Schrein, den wir als Wegweiserpunkt nutzen können. Tja, und dann... Tja, dann geht es eigentlich bloß noch bis zu dieser Säule hier. Und von dort aus müsste dann die Arche hinunterkommen, die uns ja sagt zu, naja, zu sich nach oben holt. Und ich weiß es auch schon durch den Trailer, wir werden es dort mit einem eisigen Boss zu tun kriegen. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Wie viele Feuerfrüchte habe ich denn noch da? Es können nicht mehr sehr... Oh, 10 Stück, das ist nicht mehr viel. Aber wir haben immerhin auch noch ein paar Donnerblumen. Unsere Bögen sind ja auch ein bisschen besser geworden. 30 Pfeile ist ja auch noch nicht so gut. Aber das müsste machbar sein. Wir haben ja immerhin jetzt auch 7 Herzen. Das müsste gehen. Und damit sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wo wir dann die Himmelsarche betreten werden und dann mal sehen werden, naja, vielleicht, er sagt, nicht im nächsten Part, aber in dem Part darauf, vielleicht, eventuell, werden wir dann, er sagt, auch mal sehen, was, er sagt, Raurus Stimme mit der ganzen Sache zu tun hat. Was ist, er sagt, auf der Arche, was seine Stimme widerhallen lässt? Wird es, er sagt, eine Träne sein? Wird es ein Krummjuwel sein am Magatama? Tja, wir werden es demnächst erfahren. Und somit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.